Ich grüße Sie nochmal, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD-Devisenradar. Heute hier nochmal am Mittwoch, dem 23.09. Es gab wohl gerade einen kleinen Tonbug. Von daher folgt die Sendung hier nochmals, da das britische Pfund aktuell gegenüber dem US-Dollar auch als Cable bekannt hier zu interessant scheint, als dass man das nicht unter die Lupe nehmen darf, dürfte, sollte. Wir beginnen mal hier kurz mit dem großen Chartbild, um das Ganze nochmal aufzurollen. Wir haben hier interessanterweise in der Wochenkerzenkonstellation hier eine sehr, sehr schwache Reaktion auf das vorangegangene bullische Engulfing hier von Ende August, Anfang September. Da haben wir ja sehr schön gesehen, wie der Markt prinzipiell sich gegen die bärischen Kräfte zu stemmen versuchte. Und ja, es gab eigentlich Reaktionen nach oben, die eigentlich weiteres Potenzial in Richtung 1,58 plus in Aussicht stellten. Aber bereits in der Vorwoche schwächte sich die Kerze schon wieder ein Stück weit ab. Und heute sehen wir mit der aktuellen Schwäche und insbesondere hier unterhalb dieser Unterstützung 1,53,85, 1,53,50 hier eine Price Action Zone, ganz klare Schwäche wieder. Und da wird sich heute entscheiden, was das britische Pfund möglicherweise für die kommenden Wochen darzubieten hat. Denn faktisch ist ein Rückgang unter 1,53,85 auf Wochenschlusspreisbasis ja kritisch zu sehen. Mit der Tendenz nochmaliger Preisschwäche in Richtung 1,52, 1,50, gegebenenfalls sogar 1,48, 50 roundabout. Das, wie gesagt, auf Wochenbasis mal hier die grobe Beschau. Das sieht jetzt wirklich nicht so gut aus. Gehen wir mal in den Tageschart. Da stellt sich die Situation natürlich wenig überraschend nicht besser dar. Wir haben hier die Situation, dass es hier über 1,5460, 1,5470 zu einem schönen Ausbruch kam, der allerdings auch relativ rasch am Freitag der vergangenen Woche, zwar mit einem neuen Reaktionshoch, dann aber wieder relativiert wurde. Und seit Wochenbeginn sehen wir hier das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in einer Schwächephase. Gestern gab es ganz dick auf die Mütze, da hier mit 188 Pips im Rückwärtsgang unterwegs und hier auch die Zone 1,5385, 1,5350, wo das britische Pfund just wieder drunter zurückfiel. Und wir haben hier auch schon mal die Fibos im Chart. Fibonacci Levels, das zeigt auch hier bei 1,5350 das 61er Retracement Level an. Und wenn man hier von diesem Impuls ausgeht, dann sollte sich der Markt spätestens hier fangen, um sozusagen wieder nach oben aufzudrehen und ein neues Reaktionshoch zu machen. Wenn das ausbleibt, Sie sehen hier die markttechnischen Punkte, wir sind hier gerade in einer Abwärtsstruktur, wenn es denn insbesondere zum neuen Reaktionstief unterhalb des Tiefs von Anfang September kommt, dann wäre hier die Struktur bärisch aufgefächert. Hier aktuell jetzt die Gretchenfrage. Schafft es der Markt hier, ein neues Reaktionstief zu verhindern oder nicht? Das könnte geschehen, wenn der Markt hier über 1,5350, 1,5385 sich wieder zurückarbeitet und dann praktisch hier diese mögliche Schwäche relativiert. Denn es sieht aktuell wahrlich nicht gut aus und auch der positive Wochentag, den wir heute haben, mit 59% positiver Schlusspreise, könnte hier heute noch einen bärischen Dämpfer erfahren, wenn es nicht zu einer Erholung nach oben kommt. Das bleibt jetzt mal abzuwarten. In der Vorwoche hatten wir auch am Mittwoch schon hier knapp 200 Pips an Wolla, hier im August, Ende August 244 Pips, also der Mittwoch auch bekannt für durchaus starke Ausschläge. Tendenziell aber ein positiver Wochentag, aber heute mit einem leicht negativen Fall. Wie wir auch sehen werden, wir sind hier aktuell just schon unter das Vorwochentief, Vormonatstief und vor Tagestief zurückgefallen, wie wir hier sehen. Also alles in allem nicht wirklich sehr, sehr schön. Nehmen wir mal die Saisonalität dazu. Dann wird auch hier deutlich, dass wir bis Ende September, Anfang Oktober grundsätzlich auch hier negativen Bias erfahren, der hier das britische Pfund, wenn es eben hier dabei bleibt, dass wir das jüngste neue Reaktionstief hier weiter ausbauen, dann durchaus hier für eine anhaltende Schwäche spricht, die kurzfristig 1,52 zulässt, gegebenenfalls dann, wenn wir sogar hier dieses Tief vom 4.9. unterschreiten, 1,51, 1,60, dann könnte es sogar hier noch einen deutlichen Rückschlag geben in Richtung 1,50 und tiefer. Das britische Pfund, wie gesagt, hier gerade so ein Stück weit auf Messers Schneide. Gehen wir mal in den Stundenchart, da haben wir hier nämlich die Situation auch relativ deutlich. Hier ein kurzfristiger Unterstützungsbereich, der hier in der Vorwoche unterschritten wurde. Hier auch die nächste Unterstützung, die jetzt schon mit der aktuellen Schwäche, mit dem aktuellen Ausverkauf von heute Morgen, hier bereits schon zum Widerstand formierte. Jetzt die Frage, schafft das britische Pfund sich hier drüber zu halten, beziehungsweise wieder zurückzukehren und hier drüber zu halten, oder eben nicht, bleibt es bei einem Verweilen unter 1,5350 muss man davon ausgehen, das sehen Sie hier im Chart sehr schön, dass wir dann eben wie schon angesprochen im Tageschart in Richtung 1,52 abdriften. 1,5175
1,52 hier diese große Zielzone, die sich auf jeden Fall ergeben würde, wenn der Markt hier es nicht schafft, sich ein Stück weit zu recovern. Der Wochentag, wie gerade schon gezeigt, spricht zwar eigentlich dafür, aber ein Wochentag macht hier längst noch kein bullisches Reversal aus und der Druck auf das britische Pfund ist allgegenwärtig aktuell. Heute keine News um 10:30 Uhr, wie zumeist oder so oft am Mittwoch. Heißt natürlich hier, dass wir die Situation jetzt hier sicherlich nochmal neu bewerten müssen. Insofern, dass wir hier keine Volatilitätsschübe um 10:30 Uhr, wie so oft zu erwarten haben. Aber der Markt bleibt hier vom Bias her bärisch. Gehen wir nochmal kurz in den MetaTrader-Chart und schauen uns hier die Situation an. Wir kämpfen gerade mit der Verteidigung des Vorwochentiefs, Vormonatstiefs und eventuell des Rücklaufs über das Vortagestief, das wäre leicht bullisch, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier schon eine leicht positive Divergenz haben im RSI, im Stundenchart. Das heißt, ja, hier mit dem neuen Reaktionsrutscher nach unten, der wurde hier nicht zu Anschlussverkäufen genutzt, könnte es jetzt hier durchaus nochmal nach oben gehen. Die Divergenz lässt hier einen kurzfristigen Long Trade zu, aber erst oberhalb der Asia Range, erst oberhalb des heutigen Tageshochs wäre hier im Sinne der Average True Range ein Anstieg in Richtung Pivot Level möglich. Das liegt hier heute im Bereich um 1,5407 und da wäre auch die Average True Range zu finden. Das heißt, wenn der Markt hier ein neues Tageshoch macht, wäre das ein kurzfristiges Zwischenziel. Bislang 66 Pips gelaufen, der Schnitt 110 auf Sicht der letzten 14 Tage. Das heißt, knapp das Doppelte haben wir heute noch zu erwarten, beziehungsweise das, was bislang abgearbeitet wurde, genau solches, knapp weniger haben wir hier zu erwarten nach oben. Und wenn wir das jetzt hier direkt mal mit dem Fadenkreuz sozusagen bemessen wollen, dann sieht man es hier vom aktuellen Niveau auch, ja, 66 Pips sind wir gelaufen und hier bis zum Average Two Range High wären es sogar knapp 68 Pips. Also sehr, sehr interessant, ob das gelingt. Aktuell, wie gesagt, ganz konstruktiv, aber das Bild ist hier auf Messerschneide. Der Chart kippt ins Bärische und insbesondere, wenn wir hier nochmals zurückfallen, dann sollte man damit rechnen, dass hier die 1,5254 im Sinne der Average Two Range Schrägstrich 1,52 glatt nach unten anvisiert werden. Da kann durchaus noch einiges gehen. Die positive Divergenz hier im Stundenchart, die macht natürlich hier, wie gesagt, keinen Frühling. Kann eine kurzfristige Erholung initiieren, Schrägstrich auch ein Reversal nach oben. Das wäre dann hier sozusagen Rettung in letzter Sekunde. Ob es dazu kommt, muss man mal abwarten. Aber letztlich das britische Pfund hier aktuell in einer sehr, sehr spannenden Situation. Kleiner Hinweis noch heute zum JFD-Devisenradar ab 15 Uhr. Dort haben wir heute eine kleine Education eingebaut. Hier geht es darum, einen Vortrag der Invest nochmal abzuspulen. Hier vor dem Hintergrund erfolgreich handeln. Aber wie? Der thematische Schwerpunkt und dann eben hier die Herausstellung, was hier den Unterschied macht. Wird sicherlich spannend. Sie können sich kostenfrei anmelden auf der Gottmann Trader oder JFD Website. Würde mich freuen, wenn wir uns dahin hören. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt aus meinem erfolgreichen Handelstag viel Erfolg bei all Ihren Trades. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.